Hallo meine lieben Freizeitstrategen da draußen, herzlich willkommen hier zurück bei Quick Head Taker hier. In Total Warhammer 2, wir haben hier eine größere Schlacht, so wie es aussieht, vor uns. Mit jede Menge Skaven-Trash gegen jede Menge, naja, leider nicht nur Trash von Khemri, aber es wird schon irgendwie hinhauen, hoffe ich mal. Der Tod am Wasser der ewigen Leben oder so ähnlich, ne? Tritt hier ein. Zum Glück haben wir auch hier einen mächtigen Magier auf unserer Seite. Ich hoffe, dass seine Zauberei etwas bewirken wird. Vor allem insbesondere auf die Nähe karassnischen Krieger muss ich hier da wahrscheinlich das Ganze zaubern. Okay, ich mache jetzt hier kurz mal warten. Das ist ja wirklich erschreckend wenig. Immerhin werden es 16. Das ist doch schon mal was. Ja, Slinges. Stelle ich mal da vorne hin. Die Jungs stelle ich dahin. Die sind ja an und für sich gar nicht mal so schlecht. So, zack, zack. Die normalen Clanratten meine ich, ne? Also mit denen kann man normalerweise schon arbeiten. Da hinten kommt noch mal ein bisschen Support rein und schauen wir mal, wie sich das Ganze jetzt hier entwickeln wird. Ich warte jetzt erstmal auf die Verstärkung. So, den Trupp dahin. Euch dahin. Da kommt der Banning schon angelaufen. Das finde ich gut. Wir werden jetzt erstmal versuchen, wieder die Gegner müde zu kämpfen. Das ist auf jeden Fall immer so mein Plan. Deswegen kommen auch die ganzen Sklaven erstmal nach vorne. Und die schließen sich hier der Truppe an. Und dieses Mal kann ich wenigstens das hier, den Clanstein von Clan Moors, hier mal voll nutzen. So, also. Ich wollte schon sagen, Männer, Ratten, kommt vor. Was für eine Riesenhorde. So, also sie sollen erstmal quasi in der ersten Welle an den Skavensklaven hier sich abarbeiten. Um den Rest kümmern wir uns dann später. Jetzt haben wir wenigstens so eine 50-50-Chance hier. Wie viel Schaden macht dieser Zauber? Moderaten magischen Schaden. Also ganz ehrlich, dieser moderate Schaden, der leuchtet mir irgendwie nicht so richtig ein, was daran moderat sein soll. Ich hatte bisher nie den Eindruck, dass das auch nur ansatzweise brauchbaren Schaden macht. So, ihr geht jetzt dahin. Ihr geht dahin. Ihr geht dahin. Jetzt sind immerhin schon mal alle so einigermaßen beieinander, wobei sie halt auch echt dämlich auf die andere Seite rennen. Ob ich diese Gegend hier hasse, ey, ohne Witz. Also das Gelände ist voll schrecklich. Also das Ambiente ist toll, aber das Gelände ist so mega krass uneben, dass ich es echt nicht leiden kann. So, jetzt schauen wir mal. Erstmal warten, bis alle da sind, ne? Die Skaven-Sklaven sollen jetzt an die Front laufen. Ich erhöhe mal die Geschwindigkeit für die Aktion. Wobei, so viel mega viel schneller wird es auch nicht, ne? Ihr seht, dreifache und zweifache Geschwindigkeit unterscheiden sich nicht. Sind so viele Models da. Die Engine geht mal wieder in die Knie. So, da hinten kommen Gegner. Sind noch außerhalb der Reichweite, was ich gut finde. Okay, normale Geschwindigkeit. Jetzt bin ich halt am Überlegen, ob ich das Ganze jetzt hier mit den Fernkämpfern eröffnen soll. Ne, wir machen das folgendermaßen. Wir gehen hier hin.
Gehen voll auf so ein Flankenmanöver. So. Ja, wir gehen voll auf Flanke. Ich habe nämlich nicht vor, mich jetzt hier lumpen zu lassen von der KI. Bleiben wir mal gerade so außerhalb ihrer Fernkampfreichweite. Röten die hier irgendwas zusammen? Ja, egal wie ich es mache, es ist wahrscheinlich nicht ideal. Okay, ich kann die jetzt hier echt so aufstellen. Dann machen wir das auch mal so. Wollte ich die so aufstellen? Sie nehmen es nicht. Jetzt haben sie es genommen. Jetzt haben wir einfach mal hier das Schlachtfeld kurz mal so um 90 Grad gedreht, de facto. Okay. Wir warten. Bis alle stehen. Oder zumindest so einigermaßen stehen. Dann wird immer schon mal jetzt hier mal eine linke Flanke, die uns keiner mehr hier bedrohen kann. Ist ja auch schon mal was wert. Quick. Ah, ich find's so geil, wie die reden, ey. Okay. Und jetzt werde ich sie gleich, sobald sie einigermaßen jetzt hier stehen, kollektiv vorwärts bewegen. Die Fernkämpfe von denen können sich auch in unseren Skavensklaven abarbeiten. Ob die jetzt hier im Nahkampf innerhalb von einer Sekunde fallen oder ob die innerhalb von einer Sekunde durch Beschuss fallen, spielt für mich keine Rolle. So. Dann geht's jetzt mal vor. Die sind jetzt hier tatsächlich in Fernkampfreichweite. Bin mal gespannt, ob meine Einheiten jetzt darauf schon gar schon schießen oder ob das zu weit weg ist. Es ist zu weit weg, okay. Dann gehen wir jetzt dahin. Diese Säule ist halt mega doof für uns. Na, wir werden jetzt in Fernkampfreichweite kommen. Und sie sind es jetzt halt auch schon. Nochmal einen Schritt vor. Und hier beginnt jetzt schon der Nahkampf. Okay, wir verlangsamen das Ganze jetzt hier erstmal ganz kurz. Keine Ahnung, warum die jetzt hier einfach stehen geblieben sind. Eigentlich hatten sie klare Order vorzurücken. So. Hier ebenso. Okidoki, dann können wir es hier schon mal loslegen. Wo sind denn die Nähekarassnischen Krieger? Das sind Skelettkrieger, da sind die Nähekarassnischen. Und ich hoffe, das wird sie böse, böse hitten. Bom. Komme ich da auch an etwas ran? Ich weiß es nicht. Ich probiere mal mein Glück. Wird wahrscheinlich kaum was bewirken. Befürchte ich. Es sind immer noch nicht alle Skaven-Sklaven am Schießen. Die schießen zum Beispiel noch nicht. Ich
Mit denen hier mal noch mal ein bisschen näher ran. Mit denen dann dahin. Damit die auch mal schießen anfangen. Was ist mit euch? Warum schießt ihr nicht? Ihr müsstet eigentlich freies Schussfeld haben. Aber manche brauchen eine extra Einladung. Wie wir alle wissen. Okay. Hier gibt es schon Nahkämpfe, die mich nicht interessieren. Da haben wir schon mal was durchgefegt. Was ist das hier? Das ist dieses Versengen, was ich jetzt hier mal verwenden möchte. Hui, ey, das hat sogar richtig reingezündet. Das kann man mal machen. Ihr sollt auf die da schießen. Ihr sollt auf die da schießen. Ihr schießt auf die da. Ich habe keine Ahnung, was hier gerade abgeht, ey. Warum meine Einheiten hier nicht richtig schießen, ich weiß es nicht. Sie schießen zwar schon, aber irgendwie nicht so richtig. Jawollo. Da muss ich wieder näher ran. Boah, es ist ätzend, wie nah ich daran muss. So, ihr kommt jetzt hier rüber. Weil sollt auf die da schießen. Wie gesagt, die sollen sich ruhig an denen abarbeiten. Da habe ich keinen Stress mit. Und er macht hier sein Ding. Da kann ich ja nochmal sowas hier machen. Ah, ne, jetzt kommen sie, jetzt kommen sie, jetzt kommen sie. Oder auch nicht. Manchmal weiß man das nicht so genau, was die KI da so treibt. Ei, der war gut hier. Das Versengen war gut. Probiere ich das hier nochmal. Der war auch gut. Jawollo. Jetzt kann ich hier nochmal das da machen. Nee, 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 nee. Bitte abbrechen, bitte abbrechen, bitte abbrechen, bitte abbrechen. Ah, wie breche ich denn nochmal einen Zauber ab? Ich glaube, ich kann den Zauber gar nicht abbrechen, ne? Die jetzt hier mal zurückfallen lassen. Ich schicke jetzt hier schon mal die allerersten Reserven rein. Beziehungsweise lass die das da jetzt mal rauskommen. Lass mal langsam laufen. Diese Schlacht hier ist wichtiger, als man meinen sollte. Warte jetzt, bis die jetzt hier dran sind. Dann schicke ich auch nochmal so ein Teil da rein. Okay, wir schicken jetzt die Verstärkung rein. Das war auch wieder ein guter Treffer hier. Aber man kann noch mehr kaputt machen hier. Go, go, go. Muss nämlich meine Fernkämpfer da gleich wieder rausziehen, aber eins nach dem anderen.
So, die stellen sich nämlich jetzt alle kollektiv bitte etwas weiter. Oh! Hallo! Ja, das fällt mir gerade eben auf, was da rumläuft. Und es gefällt mir nicht. Es gefällt mir ganz und gar nicht. Das hier gefällt mir allerdings sehr gut. Bäm. Ja, das hat nochmal ein bisschen Schaden gemacht, der mir sehr gut gefällt. Hier nochmal ein Zauber drauf. Und ihr fangt es mal an drauf zu schießen auf die. Ihr schießt auf die. Warte mal, ihr greift eher die da an. Ihr greift noch eher die da an. Die schießen jetzt hier auf alles. Das ist gut. Dann YOLO ich die jetzt hier gleich wieder rein. Der Bunning macht sein Ding. Das ist gut. Hier kann ich auch nochmal von der Seite jetzt nochmal Ratten rein YOLOen. Ja, die muss ich jetzt halt irgendwie ausgeschaltet bekommen. Ja, die miesen. Wo schappt die? Sonst können wir das hier nicht gewinnen. Die haben sich hier gesammelt. Gut. Ah, so wieder ran. Ich schick mal den Bunning mal da raus. Und eher dahin. Ich möchte, dass er diesen Gruftkönig tötet. Ich glaube, er kann das. Bin mir nicht sicher, aber ich glaube, er kann das. So. Und komm mal her, Junge. Go, 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 go. Sein Profil zumindest verrät, dass er besser ist als er. So, die sind jetzt hier schon ziemlich am Verkacken. Ihr greift da noch mit an. Ihr da. Ihr geht da hin. Hier lasse ich mal den Rücken angreifen. Ja, wir setzen es auf jeden Fall durch. Das ist keine Frage. Der Bunning macht jetzt hier seinen Job. Obwohl da Ushabti die mitkämpfen. Es schießt vor allem mal auf die Ushabti die hier. Hier bricht jetzt die Linie leider. Aber wir haben auf jeden Fall auf dieser Flanke jetzt hier vollständig gesiegt. Ihr zwei kommt jetzt mal bitte auch mit darüber. Moment. Euch jagen wir gleich mal wieder an die Front, ey. Ich weiß gar nicht, was euch einfällt. Ja, ich warte noch ganz kurz mit der Regeneration hier. Ja, ich mach's jetzt schon. Das regeneriert ihn jetzt wieder hoch. Ich kann einen weiteren Zauber wirken. Kann sogar den da wirken. Nicht mehr überlegen, welche ich da am besten wohl mache. Ich meine, hier würde das würde die alle weggrillen. Das wäre auch das Beste, weil dann nämlich auch ein paar neue Karasnische mit dabei sind. Ach Gott. Ich denke, ich mach's eher hier hin. So, du regenerierst jetzt hier auch. Du greifst jetzt hier noch mit an. Du hier noch, ihr schießt auf die, hier wieder daran, Angriff, Angriff. Ah, wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen. Ich sehe es jetzt erst. Sie zerfallen.
So, hey, der hat 316 Kills gemacht mit dem Zauber. Also, er lohnt sich halt nur bei riesigen langen Linien, ne? Aber er lohnt sich. So, der Witz an der ganzen Sache ist, dass wir jetzt hier demnächst die Schleuderer hier austauschen können gegen gute Schleuderer. Weil wir haben ja jetzt Snicksch. Und damit den gesamten Clan Eschen. Das war mal eine Schlacht, ey. 6000 von uns gegen 3000 von ihnen. Okay, ja, ich werde das einfach besetzen direkt. Wir lassen es auf Level 1. Ich möchte jetzt einfach hier diese unglaublich geile Menge an Nahrung genießen. Ich kann das nämlich jetzt direkt schon aufwerten, ne? Also, was soll der Geiz? Das hier verbessere ich sofort. Was kann ich denn da noch machen? Das da kann ich noch machen. Das hier kann ich noch weiter verbessern. Und wir haben einen Level-Up auf unserem grauen Propheten, auf dem Modemurp. Was will ich ihm denn geben? Überlegen. Ja, die Todesraserei, wenn ich schlecht. Boah, ich hätte so gerne eine Höllenglocke. Einfach nur so aus Prinzip, weil sie ihm halt einfach so sau viel Leben geben würde. Todesraserei, ja, soll's werden. Und wir haben nicht einmal eine Einheit verloren. Bin sehr zufrieden. Okay, dann können wir den Turn jetzt auch beenden, ne? Nicht so wie beim letzten Mal. Und wisst ihr was? Ich beende an der Stelle eigentlich auch passend jetzt die Folge. Danke für eure Aufmerksamkeit, liebe Leute, ne? Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Schöne Zeit. Tschüss und Ade.